Herzlich willkommen zurück zu Wildlands. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespult und habe gewartet, bis die wiederkommen. Weil die müssen hinter der Mauer sein, damit die anderen das nicht sehen. Naja, vorhin war es letztes Mal war es besser, aber naja. Ich meine, warum auch nicht, ne? Marco mit einer scheiß Minigun. Sag mir wo. Drüben bei der Kippe. Oh, der ist neu. Und was sind das für Ausdrücke, bitte? Mit einer scheiß Minigun. Die hat auch Gefühle. Scheiß Minigun. Du bist scheiße. Oh. Rückwärts. Düt. Verstanden. Lass mich in Position gehen. Gehe auf neue Position. Ich hab das Ziel. Das war nicht schnell genug. Ich glaube, die haben sich hingelegt. Ich muss die. Okay, nichts passiert. Gut. Okay, dann warte ich, bis die beiden wiederkommen. Und gehe derweil mal auf Klo. Geht nicht, kann ich nicht, darf ich nicht. So. Und was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 2 Minuten, alles gut. Das Tattoo finde ich echt cool. Also die Federn. Passt. Ich mag Federn. So. Sieht so aus, als würden. Der hat nicht hingeschaut. Alter, kommt gerade einer hoch. Oder? Nee. Du blinde Nuss! Also, ich meinte den Sniper, der hätte mich 1000 Mal sehen müssen. Der hätte mich 3-fach und 1000-fach sehen müssen. Und das will ein Scharfschütze sein. Amateur. Ja, okay, wir töten halt alle. Deswegen müssen die halt auch die Anfänger holen. Was macht denn der da? Hä? Okay. Da sind 2. Kommen die hoch? Roger, ich gehe in Position. Verstanden, Schuss unterwegs. Roger, Ziel erfasst. Okay, Ziel markiert. Feind am Boden. Nehmen die Penne unter Feuer.
Wir haben sie aufgescheucht. Ah, ihr Idioten. Der Leutnant haut ab. Ja, ist halt so Amateure manchmal. Scharfschütze runter. Nee, der Scharfschütze ist unten. Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Das war genau mein Plan. Nomad Ende. Der Helfer ist tot. Ich wiederhole, der Helfer ist tot. Es wird nicht lange dauern, bis Casita die Sache selbst in die Hand nimmt. Pinche cabrón! Está bien, ganaron! Gut. Wo ist jetzt das? Ah, da. Was jetzt? Hinter uns ist eine Heli. Wieso haben die das mitbekommen? Öffne Feuer! Ratatat. Uiuiui, was ist das denn für ein fettes Ding? Gut, das passt. Meine Seite ist sauber. So, dann sprengen wir mal die Party. Casita geht aufs Ganze und schmeißt eine Riesenparty für seine besten Kunden, die sie in Agua Verde verschreckt haben. Sprengen Sie die Party und schnappen Sie sich Casita. Seine Tage sind gezählt. Hm. Soll ich ihn töten oder nicht? Das ist schon richtig cool, so mit den zwei Gatlings. Eins muss man Casita lassen. Der Kerl weiß nicht, wann er aufhören muss. Wie meinst du das? Wir haben das Ressort auf den Kopf gestellt, alles getan, um es platt zu machen und Salz auf die verdammte Asche zu streuen. Jeder andere hätte den Hinweis verstanden. Aber Casita? Der Wichser schmeißt eine Party. Er setzt alles auf eine Karte. Wenn er seine VIP-Gäste nicht beruhigt, dann verlassen sie Agua Verde ein für alle Mal. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Und für seine Gesundheit. Wenn er das nicht deichselt, muss er sich vor El Sueño verantworten. Versuch mal wieder hier zu landen. Da oben halt. Weil ich weiß nicht, wo der gerade steht. Wo ist der Feind? Wir haben Casitas Party gefunden. Wie zum Teufel sollen wir Casita denn hier drin finden? Bleibt unsichtbar. Durchsucht die Menge, bis ihr Casita seht. Dann greifen wir zu, klar? Verstanden, Boss. Die Drohne ist oben. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hab noch einen Tango. Zwei Sicarios. Ich sehe niemanden. In der Kantine. Hab noch einen, macht fünf. Ja, es ist ein Hubschrauber gelandet, aber ist niemand da bestimmt. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das Santa-Lied ist wirklich das Lieblingslied vom ganzen Kartell irgendwie. Es sind 10 Ziele. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen.
Da ist einer mit Maschinenpistolen. Sehr eingeschätzt, Tom. Hab ich zuerst entdeckt. Gut. Dann sprengen wir mal die Party. hinter uns? Echt jetzt? Locker bleiben, alles ist gut. Ja. Ah, ich hab gut geparkt, ne? Wie ist denn der da hingekommen? Aber ich find's gut, dass er mich nicht gesehen hat. Also ich war ja mitten im Busch, aber... Andere hätten's jetzt gesehen. Hätten mich jetzt gesehen, so. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der eine kommt wieder hoch. Den... Was ist das denn? Seht ihr das? Ist das ein Tier? Nee, das ist ein Reifen. Wieso rollen hier Reifen? Oder was ist das sonst? Nee, das ist kein Reifen. Hä? Ah, das sind die Reste von der Lampe. Aha. Von denen. Ah, der Kopf ist es. Wieder was gelernt. Jetzt nicht pinkeln gehen, ne? Okay, aufatmen. Und jetzt? Die machen immer so ein Drama draus. Drama draus. Kann ich den echt nicht erwischen? Naja. So. Ah, da kommt der nächste. Voll freundlich, dass die einzeln hochkommen. Weg da. Weg da. Ihr beide, weg da. Ihr drei, weg da. Ja, wobei, die sehen ja nichts. Wow, wie hast du das denn nur? So. Gut. Dann... Ich will mir mal den holen. Was macht er denn da? War wahrscheinlich gerade pinkeln. So, wunderbar. Es läuft. Wir sind ja alle voll besoffen hier. Die wissen schon, dass der gerade ein bisschen unter Strom steht. In die Wirbelsäule. Ist echt nicht schön. Vor allem den Schuss hätte man natürlich überlebt. Also teilweise überlebt. Also nicht teilweise, sondern
Man wäre nicht gleich gestorben. Der Arme. Gut. So, dann hole ich mir den da. Da muss ich doch, also rein gesetzlich muss ich da durchschießen können. Rein gesetzlich, ich bin auch so ein Vogel. Ja doch, sag ich doch. Ja, das ist nämlich nur ein Vorhang. Aber schön, freut mich. Oh! Nein, 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 nochmal hoch. Hochklettern. Du stirbst nämlich. Wenn du... Gut, alles gut für uns. Ach Gott. Ins Wasser zu springen ist nämlich anscheinend richtig schlecht. Für die Gesundheit. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Passt auf, wir haben Feindaktivität. Du weißt doch, was wir hier machen, oder etwa nicht? Anscheinend nicht. Also beim Briefing nicht aufgepasst. So. Verstanden. Unterwegs. Lass mich in Position gehen. Ja, ich lass dich mal in Position gehen. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Hä? Er ist tot. Ja, als ob die das gehört haben, ne? Also voll die laute Party hier. Oh, Scheiß. Ich sehe unseren Casita-Jungen. Wo? Casita nicht töten. Wir brauchen das Ziel und seine Infos lebend. Hände, Hände, Hände! Keine Bewegung! Relax, ey! Ich rühre mich ja gar nicht! Hä? Pass auf, Nako! Der Anzug ist mehr wert als dein ganzer Besitz. Ein Scheiß ist er wert, wenn er dein Blut draufspritzt. So, verhören wir ihn mal hier. Ja! Oh, Sir, das ist scheiße! Ich will meinen Anwalt sprechen! Anwalt? Willkommen in meiner Welt, Arschloch! Du brauchst deinen Anwalt nur noch für dein Testament. Hey, warte mal! Verhandeln wir! Wie viel Geld willst du? 500.000? Kann ich machen! Ist leicht für mich! Kennst du meinen Vater? Geld interessiert mich einen Scheiß, Casita. Ich arbeite für die US-Regierung. Wir geben allein für Desinfektionsmittel Milliarden aus. Milliarden, Arschgesicht! Was wollt ihr dann von mir? Ich will eine Liste von allen, die dein Scheiß Resort besucht haben. Keine Ahnung, Mann! Der Lujuro! Ah, okay, gut. Das habt ihr aber nicht von mir. Alle Gastinfos sind auf einem Server, okay? Natürlich da. Natürlich. Es gibt einen Server mit einer Liste von wie... Bowman, wir sind in Agua Verde fertig. Die VIPs kommen nicht wieder. Und wir haben Casitas Gästeliste. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut, führen wir es zu Ende. Bowman, Ende. Es gibt einen Server mit einer Liste von VIPs, die in Casitas Resort waren. Hacken Sie den Server und holen Sie die Liste. Tja. Den da hinten lasse ich am Leben. Der wird's eh nicht überleben. Die nächste Begegnung mit seinem Boss. wohin gehe ich eigentlich? Es gibt doch sowas Schönes wie Treppen. So. Ich will wieder den Fetten. Der ist richtig geil. Ich bin der Pilot.
Der eine reagiert gar nicht, er weiß ja, dass er hoch sich hochbiegen kann. So, ja, da drüben. Holla die Waldfee. Ah, ja. Gut. Naja, ich habe ja gesagt, dass wir das nochmal machen werden. So, wir gehen einfach vorne rein. Ich meine, die Erbauer... Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht Casita sein, wenn El Sueño dahinter kommt. Hab davon gehört. Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca ihn nicht finden kann. Wie den Mars oder den Grund des Marianengrabens. Casita schafft das. Leute wie er überleben immer irgendwie. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er auf und leitet ein Ressort an der Riviera oder so. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Casita. Okay. Also, wieder das gleiche Thema oder die gleiche Schmodderschmarrn. Wir haben einen gestörten Server. Was? Nein. Wir haben ein Störungsding. Ja, das wisst ihr ja. Das habt ihr ja alle geschaut. Ne? Hier. Hier sind so viele rote Punkte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe ein zweites Ziel. Irgendwo da hinten ist noch ein drittes. Da sind auf jeden Fall zwei. Tango Nummer 3. Weil hier hinten ist noch eins. Und das gefällt mir nicht. Na, Buschi. Na komm. Ja komm, ja fein. Ich bin der Busch. Boah, gerade habe ich ihn echt nicht mehr gesehen. Gut, da ist noch irgendwo ein Schnabolonski. Da ist er. Gut. Moment, ich muss mal kurz aufs Handy schauen. Oder doch nicht? Kann ich da reinklettern? Warum kann ich da nicht reinklettern? Das ist sowas von ultra realistisch. Ich komme nicht klar. Ja, hallo du. Wieso kann ich da nicht rein? Nein, nix ist gut. Ich kann nicht. Ah, doch. Kann ich. Alter, wie schön. So. Sauber. Alle in Ordnung? Nix ist sauber, der Spaß beginnt erst. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.